So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier in der Omega-Höhle von Pokémon X, wo es, naja, nicht allzu warm ist, aber gerade bei mir extrem warm ist. Weshalb ich dann jetzt auch den Ventilator bei mir laufen habe. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Aber ja, im letzten Part haben wir es geschafft. Nach 4 Versuchen haben wir Zugarde gefangen. Und ja. Zapdos wäre eigentlich auch an der Reihe. Doch, ja, Zapdos will nicht gefangen werden. Und Wander-Pokémon am Let's Play zu fangen, ja, da bräuchte man wirklich schon viel Glück. Wirklich sehr viel Glück. Ich auf jeden Fall. Weshalb wir uns heute erstmal darum kümmern werden, obwohl nicht erstmal. Das würde ja bedeuten, dass ich doch noch Zapdos fangen würde. Aber nö, Zapdos wird in diesem Let's Play nicht gefangen. Weil es einfach für meinen. Okay, komische Felsformation hier. Naja, aber vor allem wird Zapdos ja nicht gefangen. Weil, ja, das Fangen von Wander-Pokémon ist nicht meins. Und dann muss man Zapdos ja insgesamt 10 Mal getroffen haben, ehe man es fangen kann. Und da Zapdos jedes Mal, wenn wir die eine Route betreten, weg ist. Ja, dann lassen wir das halt mal aus. Und heute kümmern wir uns dann mal um den Kampf gegen Serena. Wofür wir jetzt erstmal ein Fluchtseil hier finden müssen. In meinem Beutel. So, ich habe schon mal einen Schwarzgurt gefunden. Das ist fast so ähnlich wie ein Fluchtseil. Hier haben wir eine Furchttafel. Fängt auch schon mal mit F an. Sag mal, kann es sein, dass wir kein Fluchtseil mehr haben? Oh doch, eins habe ich doch noch. Hatte ich allerdings eben übersehen. Na gut. So, wir sind jetzt wieder draußen. Und das bedeutet also, wir können jetzt zurück nach Batika City fliegen. Denn dort müssen wir zuerst ein bisschen im Kampfhaus kämpfen, ehe wir dann in der Lage sind, Serena zu bekämpfen, die dann, ja, an jedem Tag einmal herausforderbar ist. In Batika City. So. Ah, sieh mal, jetzt scheint hier auch die Sonne. Zuletzt, wo wir in Batika City hier waren, da hat es ja sowas von gegossen gehabt. Das war ja nicht mehr feierlich. Aber ich muss auch wirklich persönlich sagen, ein bisschen Regen würde jetzt auch nicht schaden. Eine schöne gepflegte Abkühlung. Denn diese Hitze ist ja nun wirklich überhaupt nicht gut. Aber diese Hitze hat dann jetzt auch das Gute gehabt, dass ich dann endlich mal. Warte mal, Hitzekoller. Ach, das passt ja perfekt. Stromstoß. Okay. Wäre eigentlich auch nicht so übel jetzt für Clemens, aber. Nee, nee, nee. Wir lassen das Ganze jetzt mal. Das Einzige, was ich jetzt natürlich ja wieder tun kann, ist natürlich meine vergessenen Techniken wieder meinem Pokémon erlernen zu lassen. So. Ja, jetzt braucht Game Dragon natürlich wieder die Drachenklaue. Denn die Drachenklaue haben wir im letzten Part verlernen lassen. Für den Trugschlag. Um die Ult. Ah, ich habe ja Wutanfall erlernt. Ja, das habe ich ja total vergessen gehabt. Alter Schwede nochmal. Warte mal. Ja, so, aufgeben. Alter Schwede mit Stampede, kann ich da bloß sagen. Die Hitze ist wirklich überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, dann jetzt erstmal weiter im Text. Donnerwelle kommt dann weg, Zauberschein kommt dann wieder her. So muss es sein, oh yeah. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen gehabt? Ja, Donnerblitz brauchen wir jetzt wieder bei Clemens. Denn Clemens hatte ja den Zertrümmerer gebraucht. Okay, eigentlich hätte er ihn nicht gebraucht, aber. Ja, es war halt passend gewesen. Äußerst passend. So. Also, liebe Leute von heute, jetzt, wo wir wieder mal unser Team wieder voll stark am Start haben, ist jetzt die Zeit gekommen. Wir werden ein bisschen mal im Kampfhaus kämpfen. Und danach bekämpfen wir Serena. Zum letzten Mal in diesem Let's Play. So, Lady, wir
Wir wollen daran teilnehmen. Herzlich willkommen, du befindest dich hier am Empfangsschalter des Kampfhauses, wo es immer kostenloses Essen gibt. Wonach steht dir denn heute Sinn? Herausforderung annehmen. An welcher Kampfart möchtest du dich gerne versuchen? Ah, Moment mal. Erst mal zurück, wir können ja auch die Musik hier beim Kampf verändern. Fällt mir gerade ein. So, Musik ändern. Aktuell wurde Musikstück 1 ausgewählt. Welches Stück soll während den Kämpfen laufen? Mal sehen, Nummer 3. Wonach steht dir denn heute Sinn? Okay, ich weiß überhaupt nicht, was Musikstück Nummer 3 jetzt war. Aber gut, Kampfart Einzelkampf. Handicap Level 50, Teilnehmerzahl 3 Pokémon, keine doppelten Items oder Pokémon, eingeschränkte Pokémon-Wahl, eingeschränkte Itemwahl. Einzelkampf teilnehmen. So, du möchtest dich als Herausforderung des Einzelkampfes stellen? Yo. Also, mal sehen, bitte wähle die Pokémon, die du im Kampf einsetzen möchtest. Also, aus dem Team her wähle ich dann jetzt als allererstes mal Exterminator. Dann als nächstes, Game Dragon. Und zu guter Letzt würde ich mal so sagen, Luna. Ja, ich denke mal, das passt eigentlich ziemlich gut. Da muss man natürlich noch mal kurz das Spiel speichern. Und jetzt geht's rund im Kampfverbund. Also los, auf in den Einzelkampf. Und vergesst nicht, hier wird in Serie gekämpft. Ja, wir kämpfen in Serie. Wie, ich soll gegen dich kämpfen? Du siehst irgendwie hungrig aus. Naja, durstig bin ich auf jeden Fall. Vor der Aufnahme habe ich sowieso eine ganz schön lange Zeit auch mal kurz etwas zu trinken in den Kühlschrank eingestellt, dass etwas gekühlt ist. Steht jetzt auch neben mir. Ich könnte eigentlich jetzt sowieso auch mal wieder was zu trinken vertragen. Und einen Nahkampf gegen Sedimantor. Also Prost. Verdammter Beulenhelm. Oh, verdammt nochmal. Ja, so läuft das Ganze natürlich nicht allzu gut. Beide Pokémon sind gleich down gegangen. Ein hammerharter Kampf. Doppeltes K.O. Überhaupt nicht gut. Aber das bringt mich jetzt in gute Lage, Game Dragon einzuwechseln. Und solange wir kein Feen-Pokémon vor uns haben. Oh, sieh mal, das klitzekleine Leufeo. Ja, die ersten 10 Kämpfe sind ja noch so recht angenehm. Im Kampfhaus. Da sind auch noch nicht voll entwickelte Pokémon hier. Jo, da geht wirklich alles recht geschillt. Ich hoffe eigentlich ja wirklich, dass ein Pokémon Schild Leufeo dabei ist. Hoffe ich wirklich. Weil ich würde dieses Pokémon zu gerne mal ins Team aufnehmen. Eventuell würde es sicherlich auch irgendwie im Pokémon Alpha Saphir gehen. Doch da habe ich ja auch geplant gehabt, Kurtel ins Team reinzunehmen. Was natürlich um einiges besser ist. Obwohl eigentlich ja nicht um einiges besser. Aber hey! Mein kämpferisches Team steht im Großen und Ganzen schon mal fest. Und langsam aber sicher machen die Kämpfe wirklich ein bisschen Hunger. Wenn wir jetzt schon mal gegen einen Kerl namens Garçon kämpfen müssen. Übel. Äußerst übel. Aber bis jetzt haben wir wirklich eine gute Teamauswahl getroffen, muss ich sagen. Mit einer Flugattacke wird dann auch gleich Ladybug erledigt sein. Ladybug, du hast keinen so guten Stand gegen Exterminator hier. So. Weiter geht's. Wunderbarer Volltreffer. Oh, Simon, sieh die Mantua, du bist auch wieder da? Ach, was soll's. Exterminator kann auch mal wieder sieh die Mantua erledigen und. Interessant. Wirklich interessant. So hatte ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Na gut, dann einfach mal einen einfachen Nahkampf. Ah, jetzt sind wir schon im roten Bereich reingekommen.
Das gefällt mir auch sehr gut. Das wiederum überhaupt nicht. Aber dann kann jetzt wenigstens mal Luna rankommen. Luna, Luna, wir legen jetzt hier los. Luna, Luna, mit der Psychokinese. Und kein Beulenhelm-Schaden. Och, Nebulak. Jetzt macht man es mir wirklich ein bisschen zu einfach. Au, okay. Verhöhner. Okay, war doch ein bisschen anders als gedacht. Der Effekt von Verhöhner wäre dann wohl erst in der nächsten Runde gekommen. Na gut, war alles zu Ihrer Zufriedenheit. Beehren Sie mich mal wieder. Hm? Ah, und was er sagt, auch nicht gerade so gut ist bei diesem Wetter, ja, ist natürlich, dass man kaum irgendein Gericht mit Sahne zubereiten kann. Okay, man kann natürlich ein Gericht mit Sahne zubereiten, aber natürlich nicht am Tag zuvor. Wenn man das dann draußen stehen lässt, dann wird sowas von schlecht. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Naja, egal. Jetzt hat man sowieso in den nächsten Tagen sowieso Gerichte geplant, die sowieso nicht sehr verderblich sind. Mal wieder schöne panierte Schnitzel mit Pommes. Dann sowieso auch mal schön selbstgemachte gebratene Nudeln. Zwar von Maggi, aber schmeckt ja auch. Und dann natürlich mal wieder eine schöne Pizza. Ach ja, was gibt es Besseres als eine schöne Pizza Salami mit Schinken. Okay, das ist eher eine Pizza Speziale. Ja, eine schöne Pizza Speziale mit Salami, Schinken und Pilze. Ach, das ist doch auch einfach lecker. Auch wenn mir eigentlich bei diesem warmen Wetter auch ein Teller Cornflakes einfach reichen würde. Oder einfach ein schönes Eis. Ach ja, das wäre wirklich ziemlich gut. Jetzt ein schönes Eis. Das wäre nice. Das erinnert mich auch daran, dass ich ja auch bei meinem Online-Shop, bei meinem Phantom Heart Online-Shop, Link in der Videobeschreibung, ja auch mal ein Video gemacht habe, nicht Video, sondern ein T-Shirt-Design gemacht habe. Was war das jetzt eigentlich für eine Technik? Ach so, Bürde, oh verdammt, Mann. Das war heftig. Das war heftig. Aber gut, Exterminator kann auch dieses Nebulak erledigen. Aber ja, ich habe ja auch mal ein T-Shirt-Bild gemacht mit der Aufschrift, jetzt ein Eis, das wäre nice. War auch damals zur Sommerzeit ja auch gewesen. Ich habe im letzten Jahr sowieso ja auch ein Design gemacht mit dem Titel Hund macht gesund oder so ähnlich. Und vor ein paar Wochen, da war es wirklich so gewesen, dass die Bild am Sonntag meinen Spruch benutzte, Hund macht gesund und Verschämtheit. Allerdings kann man ja schlecht beweisen, dass sie das von mir geklaut haben. Aber ist ja auch nun wirklich ein bisschen eigenartig, dass die den gleichen Spruch bringen wie ich. Hund macht gesund. Und haben sicherlich überhaupt nichts gekauft in meinem Online-Shop. Und Verschämtheit kann ich dazu bloß sagen. Und Verschämtheit. Naja. Wie dem auch sei. Mal sehen, wie viele Kämpfe wir jetzt eigentlich noch machen werden, bevor wir mal gegen Serena kämpfen werden. Da fällt mir eigentlich auch ein, ab wie vielen Kämpfen war es eigentlich so gewesen, dass eine Lady des Kampf, also eine kämpferische Lady, gleich ankommt. Hatten, glaube ich, auch einen speziellen Titel ja hier im Kampfhaus gehabt, aber beim besten Willen, mir fällt jetzt nicht gerade der Name oder besser gesagt der Titel ein. Der Ladies hier. Ich könnte ja eigentlich einmal nachgoogeln. Wäre jetzt ja sowieso auch kein allzu großes Problem, ja. Da die Kämpfe ja sehr einfach vonstatten gehen. Okay, das vielleicht nicht. Ich wollte da erstmal ein bisschen Schaden drauf machen, sodass ich dann jetzt erstmal den Nahkampf starten kann. Und
Okay, das wird auch nicht gerade so gut, dass der Spezialangriff sich gesteigert hat. Aber egal. Der Nahkampf hat reingehauen. So, dauert allerdings noch ein klitzekleines bisschen, bis ich dann erstmal weiß, wie die drei Schwestern hier hießen. Oh, verdammt nochmal, ein Quabbel. Ein Quabbel ist ja gar kein Schwabbel. Wir sind aber trotzdem jetzt wieder schneller. War der Bizarro-Raum jetzt verloren gegangen? Naja, egal. Luna, lege los! Du musst jetzt gleich einen Donnerblitz ablassen. So, jetzt muss ich mal kurz mal nachgoogeln. Und einen Blitz ablassen. Der zum Glück ja nicht daneben ging. Aber dieses Quabbel besitzt jetzt auch eine Sinelbeere. Okay, eine Zitrobeere. Ist ja fast das gleiche. So, jetzt wollen wir mal kurz was nachsehen. Kampf-Chatelaine. So hieß die Lady ja. Kampf-Chatelaine. Und verdammte Axt nochmal. Ausgerechnet jetzt kommt der Blitz ordentlich zum Zuge. Obwohl, wir könnten in diesem Part es ja eigentlich ja mal versuchen, 20 Kämpfe zu bestreiten, um dann gegen die Kampf-Chatelaine zu kämpfen. Sicherlich auch mal wieder total falsch ausgesprochen. Aber ja. Ah, verdammt nochmal. Quabbel, ich habe keine Lust mehr. Du kriegst jetzt den totalen Wutanfall von Game Dragon ab. Tut mir leid, dass jetzt so sein muss, aber wir haben einen Zeitplan. Wir haben ganz klar einen klitzekleinen Zeitplan. Und jetzt auf einmal ein Blubschrei. Ist ja klar. Na gut, unser Zeitplan wird aktiviert. Wutanfall! Tut mir zwar ein bisschen leid für dich, aber gut. Was eigentlich auch gut ist für Pokémon Schild, besser für die Galar-Region, ist ja eigentlich auch, dass man dort auch auf wilde Milotics treffen kann. Hatte man jedenfalls im einen Trailer gesehen. So, den wievielten Kampf haben wir jetzt? Als nächstes folgt der fünfte Kampf. Okay, den fünften Kampf wollen wir dann jetzt auch mal ein bisschen schneller machen. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller gegen Madame Much Money. Na gut. Da wir das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen wollen, Sturzflug sofort einsetzen. So. Latenecto wurde bezwungen. Ach, ich hoffe ja eigentlich wirklich, dass... Obwohl, wartet mal. Hatten wir eigentlich schon ein Latenecto oder besagt ein Lichtel im Trailer von Pokémon Schild gesehen? Das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht so genau. Glaube ich eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, einen zwirrlichen Golgantes gesehen. Aber beide wollen wir eigentlich ja nicht reinnehmen. Naja, wie dem auch sei. Jetzt wurde auch das nächste Pokémon erledigt. Ich reise durch die Zeit vor und zurück, stets auf der Suche nach dem Glück. Das reimt sich sogar. Aber ich glaube, weil der Party jetzt langsam sowieso ein bisschen ziemlich lang wird. Obwohl... Ach, was soll's. Machen wir mal einen etwas längeren Kampf. Im Kampfhaus. Vielleicht wird das ja auch noch was. Vielleicht wird das ja auch wirklich noch mal was. Ah, jetzt kommt also die Serviererin Kiki zum Einsatz. Und leider auch mal wieder mit einem Quabbel. Na, was soll's. Ein weiterer Sturzflug muss her. Wir müssen die Kämpfe schneller beenden.
als was uns lieb ist. Und wie kann es schneller gehen mit einem Sturzflug? Verstärkt durch eine Himmelstafel. Oh, hallo. Snubbull! Na gut. Nahkampf! Auch ein geschwächter Nahkampf. Oh, verdammt mal. Der geschwächte Nahkampf bringt überhaupt nichts. Und jetzt ist unsere Angriffskraft ja noch weiter gesunken. Okay, da bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kehrtwende einzusetzen. Bis dann und ciao, Snubbull. Bis dann und ciao, du klitzekleines Feen-Pokémon. Luna. Du bist gefragt hier. Besonders auch deshalb, weil du keinerlei Angriffstechniken besitzt. Nur Spezialangriffstechniken. Und einen Gedankengut. Okay, jetzt kommt wirklich Plan B an die Reihe. Jetzt sinkt der Spezialangriff sehr stark. Aber egal. Diese Psychokinese hat ausgereicht, um Snubbull zu bezwingen. Oh, und jetzt kommt auch noch Natu an der Reihe. Na gut. Einmal Donnerblitz, bitte. Und auch dieses Natu ist frittiert. Schade, Miau. Verloren, Miau. Das ist mir echt sowas von peinlich. Na, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Dann legen wir jetzt mal weiter los. Denn ohne Moos ist nichts los. In meinem Alter wird man schon mal etwas völlig, aber dadurch bin ich so imposant wie ein Berg. Stellt sich mir jetzt eigentlich sowieso die Frage, wenn wir jetzt gleich aufhören würden, würden wir dann einfach gegen Serena jetzt kämpfen können? Weil nach all den Kämpfen hier wäre es jetzt wirklich mal angebracht, dass wir jetzt mal den Haupteck des heutigen Tages mal machen werden. Oh, ist ja klar, man ist ja zum Kämpfen da, aber trotz allem setzt ein Kleinstein Schutzschild ein. Nicht gut, aber der Nahkampf hat mal wieder geregelt. Wunderbar, sag ich da. Oh, das wird jetzt langsam wirklich ein bisschen zu einfach. Nächster Nahkampf. So kommen wir doch noch mal ein bisschen schnell voran. Ein bisschen schnell voran. Oh, ein Gramokles, das ist nicht gut. Einmal Kehrtwende, bitte. Jo, die Kehrtwende war aktiv geworden. Zeit für Game Dragon. Jetzt geht's mal wieder rund. Hier im Kampfverbund. Einmal Schaufler, ja. So besiegen wir Gramokles. Hä? Was für eine eigenartige Fähigkeit besitzt dieses Gramokles? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Was war das denn jetzt für eine komische Fähigkeit? Na gut, einmal jetzt noch den Exterminator in den Kampf schicken. Und dann ist der Drops auch gleich wieder gelupst. Warte mal. Flinkklaue? Ich habe sicherlich auch noch irgendwo in der Kalos-Region die Flinkklaue übersehen gehabt. Ansonsten würde es ja keinen Sinn ergeben, dass ich die bis jetzt noch nicht habe. Und wir befinden uns in der Afterstory. Aber bis jetzt haben wir nicht die Flinkklaue gebraucht. Wie zum Beispiel in unserem letzten Let's Play, Pokémon Heart Gold. Da haben wir die Flinkklaue mehr als einmal gebraucht. Aber hier? Nee, hier überhaupt nicht. Ach, und wisst ihr was? Wir machen noch die 10 Kämpfe hier voll. Oder wir machen noch den 8. Kampf hier. Ja, und dann legen wir mal los mit dem Kampf gegen Serena. Und danach, im nächsten Part,
fangen wir mal an mit der richtigen Afterstory. Bisher waren das hier sowieso ja bloß ein paar Filler-Episoden. Kann ich hierzu ja bloß sagen. Ein paar Filler-Episoden, die die Haupthandlung, naja, die das Warten auf der Haupthandlung ein bisschen verkürzen soll. So, Shinox. Ja, ein bisschen riskant, was ich jetzt hier mache. Aber egal. Es wird geregelt hier. Shinox hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Schade eigentlich für unser Pokémon Platin-Mitglied. Shinox. Na egal. Ah, Nebulak. Ziemlich passend, muss ich sagen. Das ist ein bisschen unpassend. Aber gut, vielleicht machen wir gleich noch mal ein bisschen weiter. Sofern Serena vielleicht nicht kommen würde. Alter Schwede. Dieses klitzekleine Nebulak haut ordentlich rein. Aber egal, sagst du. Ich hoffe, du findest auch irgendetwas, an das du dich so richtig vertiefen kannst. Let's Plays. Tja. Weiter geht's. Serena, jetzt bist du an der Reihe. Der Hauptakt des heutigen Tages. Nachdem wir ein bisschen im Kampfhaus gekämpft haben. So, Pause. Yo. So, die Kampfergebnisse werden gespeichert. Und nun, nachdem wir erstmal kurz einen Schluck Bowle getrunken haben. Moment. Das war gut. Also weiter geht's. Haupteck des heutigen Tages. Serena, jetzt bist du an der Reihe. Das Beste kommt zum Schluss. Was? Sag mal, bin ich ein bisschen bescheuert hier? Ah, jetzt ist sie hier. Gut. Wie sieht's aus mit unserem Pokémon? Foxy an erster Stelle machen wir mal nicht. Wir legen mal Exterminator an erster Stelle. War bisher immer eine gute Entscheidung. Hey Phantom, lass uns gegeneinander kämpfen und du wirst dein blaues Wunder erleben. Ah, dann werden mein Pokémon-Team und ich dich mal gehörig in Staunen versetzen. Da bin ich jetzt mal gespannt, Serena. Da bin ich jetzt mal gespannt. Du hast auf jeden Fall jetzt einen Mega-Ring. Dann bist du jetzt wirklich um einiges stärker geworden. Serena. Ja, auch deine Pokémon sind jetzt stärker geworden. Und vor allem hast du ein wunderbares, komplettes Team am Start. So, jetzt aber. Fliegen! Flieg hoch empor! Flieg hoch empor, Exterminator! Und erledige Zia... Das war nicht gerade sehr dolle. Na gut. Dann riskiere was mit einem Sturzflug. War vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben. Ich dachte, sie würde jetzt heilen. Aber nö. Sie heilt sich doch nicht. Aber wir erhalten ein Level Up. Level 69. Als nächstes Quajutsu. Da wechseln wir lieber gleich mal aus. Und zwar zu Clemens. Wir wechseln aus zu Clemens. Denn so soll es sein. So soll es sein. Das finden wir sehr fein. So kommt unsere Mega-Entwicklung herbei. Mit dem Donnerblitz des Donnerdrachens. Gleich auf ihrem Bildschirm. Dazu kommt noch ein bisschen Schleichwerbung für drei Wettertaft. Ah, Hydropumpe. Gut, dass das daneben ging. Aber mein Angriff ging natürlich nicht daneben.
So, mal sehen, welches Pokémon wir gleich einsetzen werden. Pixie! Okay, Pixie ist ein Feen-Pokémon. Welches Pokémon von unseren vier anderen wollen wir jetzt mal benutzen? Random Sky? Ja, benutzen wir mal Random Sky. Dürfte eigentlich nicht keine allzu blöde Entscheidung sein. Pixie an sich besitzt hier auch eine sehr gute Spezialverteidigung. Also legen wir jetzt mal los mit der Kaskade. Mit ein bisschen Marmelade. Ernsthaft? Gesang? Eine der Techniken, die nun wirklich eine echt hundsmiserable Genauigkeit haben. Na, was soll's. Einmal Aufwecker, bitte. Gott. Oh, ist ja klar. Fokusstoß. Miese Technik. Äußerst miese Technik. Na gut, hoffen wir mal, dass Pixie jetzt mal zurückschreckt. Oder wie ein gut, zurückgeschreckt. Und nochmal eine Kaskade. Gut. Bisher hat jedes unserer Pokémon die Einzelduelle gegen die Pokémon Serenas gewonnen. Schön. Fehlen also jetzt nur noch Foxy. Dann auch noch Game Dragon. Und Luna. Also gut, Game Dragon. Du bist das nächste Pokémon hier. Was ein Einzelduell kriegt. Einzelne Duelle. Nicht übel. Wirklich nicht übel. So, dann. Okay, ein Drachentanz wäre jetzt nicht übel. Und dann zu guter Letzt der Schauflerangriff. Jo, der erledigt dann sowas von Flamara. Ach ja, unsere gute alte Flavia. Wunderbares Teammitglied aus Pokémon Platin. Schön. Und nicht mehr lang, dann sehen wir Flavia wieder. Dieses Mal allerdings als Arenaleiterin. Auch nicht allzu übel. Auch ziemlich schön. Oh, Altaria. Man macht es mir jetzt wirklich ein bisschen zu leicht. Luna, leg mal los gegen Altaria. Tja, entweder Altaria oder Panzereron. Eines von beiden Pokémon wird auf alle Fälle mein Flug-Pokémon werden. In Pokémon Alpha Saphir. Bin ja mal gespannt. Oh, und du setzt ausgerechnet gegen uns einen Zauberscheinangriff ein? Na gut, das kriegen wir noch besser hin. Los, Zauberschein! Tja, sagte ich ja, das kriege ich ja noch besser hin. Wunderbar, sag ich da. Und zu guter Letzt Absol. Ja, ist doch vielleicht nicht die allzu beste Reihenfolge, die ich jetzt hier gemacht habe. Weil ein Nachthieb von Absol ist, glaube ich, ein bisschen zu stark für Foxy. Besonders, wenn Absol einen auf Maximilian Pegasus macht und die Haare schön, sie schön macht. Alter Schwede. Ja, Volltreffer auch noch. Tut mir leid, Foxy, dass du der Einzige jetzt warst, der diesen Kampf verloren hatte. Da muss am Ende doch nochmal der Clemens ran. Um Absol zu bezwingen. Drachenpuls! Das war idiotisch! Aber gut. Drachenpuls gegen Maximilian. Und erledigt. Tja, das war jetzt wirklich nicht übel gewesen. Ich werde herausfinden, was deine Stärken sind und aus meiner Niederlage lernen. Yo. Das mach mal schön. Hier, Phantom, das ist für dich. Absolut.
Ich habe 2 Absolitsteine gefunden, aber ich teile sie mit dir. Hoffentlich lindert dies den von Flordeles gefühlten Schmerz ein wenig. Ich soll von Professor Platan ausrichten, dass es ihm offenbar gelungen ist, das Geheimnis, um Megaring und Megastein teilweise zu lüften. Er dürfte wohl bei der Sonnenuhr in Fluxia City auf dich warten. Oh, verdammt nochmal. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz nach Fluxia City hin. Es war in keinster Weise nötig, dass wir das jetzt hier machen. Da ich sowieso nicht die ganzen Megasteine jetzt hier einsammeln werde und... Oh, verdammt nochmal. Trotz Ventilator, den ich jetzt hier anhabe, zeigt mein Thermometer gerade 27,7 Grad mein Zimmer an. Oh man, wann ist endlich wieder Winter? Wann kommt endlich wieder Regen? Wo ist jetzt ein Pokémon mit Regentanz, wenn man mal eins braucht? Hallo Phantomart! Kreuz und quer durch Kalos zu reisen geht schon an die Substanz, nicht wahr? Ich rechne es dir hoch an, dass du diese Strapazen auch für mich auf dich nimmst. Dazu sage ich nichts. Sirene hat dir sicher schon davon erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, die Kraft des Megarings zu verstärken. Doch zuerst eine kleine Einführung in das Thema Megasteine. Du fragst dich ja, wo sie herstammen. Nun, das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich nehme an, dass es sich dabei um besondere Steine handelt, die vor 3000 Jahren mit den Strahlen der ultimativen Waffe in Berührung gekommen sind. Sie tragen also die Macht des legendären Pokémon Xerneas in sich. Das ist zumindest meine Theorie zu den Megasteinen. Möglicherweise haben wir es hier mit einer neuen Form von Entwicklungsstein zu tun. Was es mit dem Megaring auf sich hat, möchtest du wissen? Nun ja, er ist mit einem außergewöhnlichen Stein besetzt, der die Gefühle zu den Pokémon in eine besondere Form von Energiewellen umwandelt. Dynamax. Damit ähnelt er der Sonnenuhr hier. Denn sie wandelt das Licht der Sonne in eine mysteriöse Form von Energie um. Jeden Abend um 20 Uhr gibt die Sonnenuhr vom Fluxia City für genau eine Stunde gebündeltes Sonnenlicht ab. Seit nunmehr 3000 Jahren ragt dieses geheimnisvolle Bauwerk hier schon empor. Der Zusammenhang zwischen ihm und dem Megaring liegt jedoch völlig im Dunkeln. Hey Phantomart, los, fass mal die Sonnenuhr an. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Na gut, kurz angefasst. Berühren. Du wurdest in der Geheimbasis der Energie des legendären Pokémon ausgesetzt und dein Megaring hat das Licht der Sonnenuhr absorbiert. Beide Kräfte sind nun in deinem Megaring vereint. Wenn du jetzt in die Nähe eines im Boden versteckten Megasteins kommst, sollte er eine Reaktion zeigen. Allerdings nur solange die Sonnenuhr gebündelte Strahlen aussendet. Jetzt kannst du ganz Kalos nach diesem besonderen Stein absuchen. Bis dann und ciao. Jo, bis dann und ciao, liebe Leute von heute. Bis dann und ciao. Denn nun an dieser Stelle, der Stelle der Sonnenuhr, beenden wir den heutigen Part. Und im nächsten Part fangen wir dann mal offiziell an mit der richtigen Afterstory. Bis dann und ciao.